meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Eva und heute habe ich für euch die Deguster Box. Und wenn ihr wissen wollt, was hier alles drin ist, die ist nämlich richtig schwer, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ja, so meine Lieben, sorry, meine Nase juckt. Entweder erfährt man was Neues oder es gibt Geld. Ja, also, ich hatte ja die Deguster Box, glaube ich, mal abonniert und habe sie dann gekündigt, aber ich glaube, die haben mir jetzt einfach nur mal eine Box geschickt, weil ich sie, glaube ich, halt nochmal kriege, weil ich wahrscheinlich zu spät gekündigt habe. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, denn ja, ich freue mich und wir packen es jetzt mal gemeinsam aus. Ich muss mir das aber mal hier so hinstellen, weil es ist einfach mega schwer. Wer die Box noch nicht kennt, ist eigentlich auch wie die Brand News Box eine Foodbox, die man monatlich abonnieren kann. Was die kostet, ich meine, also ich habe sie jetzt im Angebot für 10 Euro bestellt. Was die regulär kostet, weiß ich gar nicht. Dann müsstet ihr mal auf der Seite schauen bei Deguster Box. Und hier haben wir auch nochmal einen Zettel drin, was ja die Sachen kosten, was da alles so drin ist. Und was das Produkt des Monats ist. Und es ist halt eben die Unibox, ne? Und die packen wir jetzt einfach mal aus. Also zuallererst haben wir hier von Stork. Okay, nimm zwei Sommerhit, eine Limited Edition mit Wassermelone und Mango. Das finde ich sehr schön. Kenne ich noch nicht, probiere ich sehr gerne aus. Kosten 1,69 Euro. Und ja, ist halt die Geschmacksrichtung Wassermelone und Mango. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Probiere ich sehr gerne mal aus. So, dann haben wir hier was drin, was auch ganz toll ist. Und zwar Schoketten Freeze Me Bourbon Vanille. Ich denke mal, dass man die wahrscheinlich in den Kühlschrank tun muss, soll. Kosten 1,29 Euro. Und was steht hier dabei? Eine verführerische Kombination aus einer eiskalten Bourbon-Vanille-Freeze-Me-Füllung, umhüllt von knackiger Vollmilchschokolade, für 2 Stunden ins Eisfach legen. Und anschließend eiskalt Stück für Stück genießen, auch in den Sorten Erdbeer und Trip Choc erhältlich. Okay, also da gibt es auch andere Sorten. Das sind wohl jetzt solche Sommer Editions, finde ich echt schön. Das probiere ich sehr gerne mal aus. Okay, ich sehe gerade. Ah ne, ist 24. Ich dachte schon, es ist abgelaufen, aber es ist bis 2024. Ja, finde ich echt gut. Werde ich sehr gerne ausprobieren. Das freut mich. Man hat halt auch immer mal so ein paar Neuheiten in diesen Boxen. Das finde ich auch immer ganz schön, weil dann lernt man auch mal ein paar neue Produkte kennen. Hier haben wir noch ein Coupon für ja, Barilla Pesto oder Nudeln. Kann man dann 1 Euro sparen. Ich sehe auch, hier ist eine Packung Nudeln dabei, da kommen wir aber gleich zu. Dann haben wir hier einmal von Nestle Lion Breakfast Cereal Bar. Also 4 Riegel, Frühstück mit Frühstückscerealien. Ja, in der Geschmacksrichtung Lion, finde ich echt schön. Also die wollte ich schon öfters mal probieren. Und ja, wie viel hat ein Riegel? 25 Gramm. Kosten 1,69 Euro und für den Hunger zwischendurch, schmeckt der ganzen Familie, ja, mit Cerealien und leckerer Schokolade. Okay, ja, das ist ganz okay, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das freut mich auch, weil das ist auch was Neues, das kenne ich auf keinen Fall noch nicht. Dann haben wir hier Knäckit drin, das kenne ich schon, ich weiß aber nicht, ob ich die Sorte kenne. Das ist von Brand. Das ist so ein ganz dünnes Knäckebrot. Leute, das schmeckt richtig gut. Kostet 1,99 Euro. Und das ist das Dünne mit Hafer. Ist extra dünn mit dem Superfood Hafer gebacken. Ja, finde ich echt gut. Gerade einfach mal ein bisschen Butter drauf oder auch mal nur Quark. Ich habe auch schon Quark drauf gemacht. Und ein paar ja, Tomate, Quark drauf und ja, oder machen wir noch so einen Fruchtaufstrich oder so. Das schmeckt echt lecker. Also da kann man echt nichts verkehrt machen. Und so ab und zu mal für zwischendurch ist das echt eine tolle Sache. Was steht denn hier? Sesam, öffne dich. Die kleinen goldfarbenen Samen sind ein wahrer Schatz. Unserem Knäckit geben die sonnenverwöhnten Sesamkörner eine nussige, aromatische Note. So schmeckt Glück. Okay, steht hier drauf. Ja, finde ich gut. Das gefällt mir. Wie gesagt, kostet 1,99 €. Jetzt habe ich wieder eins. Das freut mich sehr. Dann haben wir hier einmal eine Packung Nudeln drin. Also da sehe ich jetzt, hätte es, glaube ich, entweder eine Packung Nudeln oder Pesto gegeben, soweit ich das jetzt sehe. Oder wir haben nochmal Pesto drin. Ich muss schauen, ich weiß es nicht. Kosten 2,65 €.
Barilla al Bronzo Tortiglioni. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ja, kennen wir alle, ne? Ist halt mit, schmecken eigentlich ganz gut. Ich mag auch von Barilla die Vollkornnudeln sehr gerne oder von Buitoni, weil die einfach ein bisschen besser schmecken. Und die haben auch ein gutes Hartweizengrieß. Ja, probiere ich sehr gerne. Finde ich gut. Nudeln kann man immer gebrauchen. 2,65 €. Also ich muss sagen, ihr müsst überlegen, ich habe 10 € bezahlt für die Box. Dafür hat es sich ja schon nochmal gelohnt, ne? Dann haben wir auch ein Getränk, finde ich auch sehr gut. Cola Zero, Sugar Free und koffeinfrei, finde ich auch gut. 1,19 €. Im Moment gerade an den Tagen trinke ich das so gerne, muss ich sagen, weil es einfach erfrischend ist. Schön im Kühlschrank oder mit Eiswürfel oder einfach so. Ist mal was anderes, mal ein anderer Geschmack. Ich weiß, es ist vielleicht nicht gerade so super gesund, aber für zwischendurch, ich trinke es ja nicht jeden Tag, finde ich das echt gut und da freue ich mich. Ja, das ist eine kleine Flasche mit einem halben Liter. Was kostet die? 1,19 €. Okay, also freue ich mich. Dann haben wir hier was drin und zwar einmal, glaube ich, ist das ein Bier. Edinger Brauhaus aus Bayern. Ein helles. Okay, Lagerbier. Keine Ahnung, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Kostet 1,09 €. Es ist süffig und von reiner Frische, strikt nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516 gebräut, läuft es ideal bei 8 Grad. Celsius ist die beste bayerische Braumeisterqualität aus der Bierstadt Erding ohne Kompromisse. Okay, also wie gesagt, wenn ihr die Box bestellt, ich meine, man kann auch anklicken, dass kein Alkohol drin ist. Ich möchte hier niemanden zu Alkohol verführen, gell? Also bitte bestellt die Box nur, wenn ihr 18 seid oder ab 16. Wenn ihr das überhaupt trinken dürft, ansonsten kann man auch, glaube ich, ohne Alkohol anklicken. Habe ich leider verpasst, sonst hätte ich mir das nämlich auch nicht bestellen. Oder ist es alkoholfrei? Aber das glaube ich jetzt nicht. Mal gucken. Nee, ist nicht alkoholfrei, aber das wird, kriegt mein Mann. Der trinkt sowas. Ich stelle das mal hier hoch. Also ich trinke es nicht. Sieht man es noch? Ja. Aber mein Männle, ja, der trinkt sowas. Dann haben wir hier einmal was drin. Was haben wir denn hier drin? Oh, unsere Kaltschale. Nur Wasser hinzugeben, Pfirsich Maracuja. Okay, das ist hier sowas, das kenne ich auch noch nicht von Ruff. Kostet 95 Cent. Da gibt es noch mehrere Sorten. Gibt entweder Kaltschale Erdbeer, Sauerkirsch oder Pfirsich Maracuja. Finde ich gut. Natürlich hätte ich mich am allermeisten über Sauerkirsch gefreut. Aber das ist auch gut, ne? Da tut man einfach Wasser rein, halbes. 500 Milliliter Wasser in eine Schüssel geben, den Beutelinhalt einrühren und mindestens 10 Minuten in den Kühlschrank stellen. Zubereitung können Sie auch 500 Milliliter Milch oder Buttermilch verwenden. Okay, ja, und das isst man dann einfach. Finde ich auch eine schöne Idee, wenn man schnell mal Nachtisch braucht, ist eine super Sache. Und ja, kostet 95 Cent. So, stellen wir das mal dahin, ne? Und dann haben wir noch, oh, ich sehe was, oh cool, wir haben doch noch Pesto drin. Das ist ja cool. Pesto Barilla, Basilico, Limone. Oh, das ist toll. Also mit Limone kenne ich es noch nicht. Aber ich kenne das Basilikum Pesto und ich muss euch eins sagen. Ich habe wirklich viele günstige Pestos auch probiert. Am allerbesten Nummer 1 ist Barilla Pesto und dann gibt es nochmal eine günstige Version vom Aldi. Die hat nämlich auch so eine helle Farbe, also das ist auch so ein bisschen heller. Und die beiden schmecken mir am allerbesten. Alles andere schmeckt mir nicht und das kaufe ich mir auch nicht. Also wenn ich mal Pesto esse, dann hole ich mir das oder das vom Aldi. Das ist günstiger. Kostet 3,59 €. Finde ich echt schön. Das ist super, gerade jetzt in der Zeit. Einmal am Nudel abkochen. Ich habe jetzt am Sonntag letzte Woche 1 Kilo Nudel abgekocht. Da ist meist die ganze Vollkornnudeln. Da habe ich jetzt gestern und vorgestern Nudelsalat gemacht. Dann heute gab es Schinkennudel, ne, mit Salat und ja, und irgendwann gibt es halt mal Nudeln mit Pesto oder Kartoffeln. Ich koche nämlich dann am Sonntag für nächste Woche Kartoffeln. Gibt es eine Kartoffelwoche wahrscheinlich. So lange, bis sie halt, wie sie halt halten, ne? Und da kann man auch mal Kartoffeln mit Pesto essen. Das schmeckt richtig gut. Finde ich richtig toll. Da freue ich mich jetzt. Ich habe gedacht, da ist nur eins von beidem drin, aber nee. Dann eine Mini-Bar haben wir hier, eine Snackbar Cliff. Okay. Mit White Chocolate und Macadamia Nuss. Was ist das denn? Steht da was drauf? Ja, da gibt es zwei Sorten. Oder sind da zwei drin? Ja, da sind zwei drin. Gibt es zwei Sorten. Also hier sind zwei drin, zwei gleiche Sorten. Ja, kenne ich noch nicht. Kosten je Riegel 1,39 €.
Stecken voller größter Macadamia-Nüsse und cremigem weißen Schokoladengeschmack, formvollendet verpackt, in verschiedenen Snackgrößen hergestellt, aus wertvollen Zutaten wie Biohafer. Flocken kommt dieser lecker Riegel für zwischendurch mit 109 Kalorien und 4 Gramm pflanzlichen Protein daher. Okay, scheint gut zu sein. Also pro Riegel sind 28 Gramm, haben wir 109 Kalorien und 3,1 Fett. Ja, muss ich mal checken. Muss ich mal checken. Ne? Ich gucke jetzt mal. Ne? In meiner einen App, da kann ich das ja einscannen. Dann schaue ich mal, ob das Kalorienbombe ist oder nicht, ob ich das essen kann. Konnten wir nicht scannen. Na super. Ah doch, halt. Oh, 28 Gramm. Aber sind es 28 Gramm? Ja doch. Boah, vier. Darf ich das sagen? Ich weiß es nicht. Okay, also das ist schon viel, finde ich, für so ein Mini-Riegel. Es geht eigentlich für Schokolade, muss man jetzt aber auch sagen, weil Schokolade hat ja schon eigentlich viele, ich sage jetzt mal von meinem Programm, viele Punkte oder Kalorien auch, ne, je nachdem, was man da macht. Aber okay, ist in Ordnung, kann ich mal testen oder halt an einem Cheat Day, ist völlig okay. Dann haben wir hier noch was drin, was ich auch gut finde, aber ich glaube, das ist mit Alkohol, das wird auch weiter wandern. Von Thomas Henry Pink Grapefruit, kostet 1,29. Ist ein Frucht, ein überzeugt durch seinen fruchtherben Geschmack und ist gemixt als Longdrink mit Gin und prickelnden sommerlichen Alternative zum klassischen Gin Tonic. Gib 4 cl Gin in ein mit Eiswürfel gefülltes Glas, fülle anschließend mit Pink Grapefruit auf und garniere den Drink mit einer Grapefruit-Schale, also mit einer Grapefruit-Schale und Cheers. Ne? Ja, okay. Ich glaube, da ist auch Alkohol drin. Ne? Ist da Alkohol drin? Oder ist das einfach nur der Drink? 10% Frucht. Kommt aus Berlin, sehe ich gerade. Steht hier. Vegan. Cheers. Fruchtgehalt. Also hier steht jetzt nichts von Alkohol. Ist ja eine Alternative, ne, zu Gin Tonic. Also ist nur Pink Grapefruit wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ist es gar kein Alkohol. Also wie gesagt, hier steht jetzt nichts. Ja, muss ich mal gucken. Wenn halt Alkohol drin ist, wandert es auf jeden Fall weiter, weil ich trinke es nicht. Aber ich zeige es euch nochmal hier. Ja, finde ich nicht schlecht. Wer das mag, ich mag es nicht. Und dann haben wir hier Produkt des Monats von Vösslauer Ingwer Lemon plus Koffein. Ohne Zucker, ohne Kalorien, ein Wasser. Ne? Da gäbe es jetzt wirklich zwei Sorten, entweder Ingwer Lemon oder Pfirsich Lime. Kostet 1,19 €, soll einfach ein bisschen erfrischend sein. Hat 116 Milligramm Koffein pro Flasche für Körper und Geist. Das kann ich immer gebrauchen. Ja. Deckt 60% des Tagesbedarfs an Zink und stärkt so dein Immunsystem ohne Kalorien, ohne Zucker. Eine Sorte pro Box. Also es kann sein, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Da gibt es zwei verschiedene Sorten hier. Und da kann halt eine von beiden dabei sein. Ich habe jetzt die grüne und ja, finde ich gut. Also trinke ich sehr gerne. Kann man immer gebrauchen. Also Leute, ich sag's euch, die Box hat sich mega gelohnt. Sie ist leer. Also ich fand die Box richtig gut. Wir haben ein paar Neuheiten. Wir haben Nudeln dabei mit Pesto. Wir haben was Süßes. Wir haben was zum Trinken. Auch nicht alkoholische Getränke, was mir natürlich zugute kommt. Und ja, finde ich richtig gut. Also wenn ihr auch mal so eine Box bestellen wollt, schaut einfach mal auf der Seite von Degusta Box vorbei. Die haben oft Angebote. Da bekommt man die manchmal für 10 €. Da kann man echt nichts sagen. Und auch wenn man die zum Normalpreis bestellt, ja, hat man immer, muss gerade mal gucken, hier steht noch was zu diesem Pink Grapefruit. Wir haben hier immer ein mehr, also wir haben immer mehr Wert drin für das, was wir bezahlen. Das finde ich immer gut. Und ja, zum Ausprobieren ist eine super Sache. Ja, also ich bin auch mal gespannt. Ich habe ja mir bei der Brandnuss Box, die mediterranen Box noch bestellt. Die war erst aber so eine Einzelbox, also die kann man nicht, also es war so eine Limited Edition sozusagen. Da habe ich jetzt kein Abo, aber da bin ich auch mal gespannt, was da so drin sein wird. Und ja, also ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr die Produkte fandet, was ihr zu der Box sagt. Also ich finde sie richtig gut, mir gefällt sie, ein paar Neuheiten dabei, so auch wie die Bonbons kann man ja auch verschenken, wenn man es nicht unbedingt jetzt haben will, ne?
Dann haben wir hier die Riegel, wir haben die Schokolade, wir haben die Löwenriegel, die mir leider runtergefallen sind. Ja, wir haben hier Getränke, also finde ich richtig gut. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonniert sehr gerne einmal kostenlos meinen YouTube-Kanal, würde mich ganz arg freuen. Denn wenn wir irgendwann die 300 Abonnenten haben, gibt es natürlich wieder mal eine Verlosung, aber ich mache hier auch öfters mal zwischendurch spontan Verlosungen, ne? Genau, und folgt mir auch gerne auf Instagram, wenn ihr da, um keine ja, Neuheiten und sowas wieder zu verpassen. Wenn ich Angebote sehe, finde oder ihr mir die zuschickt, dann teile ich die sehr gerne. Und ab aktuell gibt es auch einen Summer Sale bei Glossybox, wenn ihr da also Interesse habt. Schaut da gerne vorbei. Hatte ich nämlich jetzt auch in die Tage bei Instagram gepostet. Also es lohnt sich, ne? Könnt ihr Schnäppchen machen? Sind natürlich Boxen aus der Vergangenheit wahrscheinlich. Ne, gehe ich mal davon aus, war bis jetzt immer so, die man dann halt eben günstiger bekommt im Bundle. Und man bekommt aber auch eine Limited Edition oder zwei Limited Editions zu einem Special Price. Also von daher Special Price. Ja, schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr da Interesse habt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Und bis dann. Tschüssi.